Klaus Störtebeker. Sein Leben ist Legende. Berühmt und berüchtigt taucht er aus dem Nebel der Geschichte auf. Auf dem Hamburger Grasbrook soll er die Ratsherren vor seiner Hinrichtung um Gnade für seine Männer gebeten haben. All denjenigen soll er das Leben geschenkt werden, an denen er ohne Kopf vorbeigehen könne. An 7 seiner Männer, so die Legende, soll er so vorbeigelaufen sein. Davor liegt ein Leben voller Abenteuer. Den Reichen, so erzählt man noch heute, soll er genommen und den Armen gegeben haben. Der Gerechtigkeit verschrieben, soll er sein Schwert gegen Obrigkeit und Knechtschaft gerichtet haben. Aber auch Wein, Weib und vor allem dem Bier soll er nicht abgeneigt gewesen sein, so die Legende. Die Geschichte dieses wilden Lebens, voller Kämpfe, Gefahren und Abenteuer, wollen wir Ihnen erzählen, und zwar so, wie sie sich tatsächlich zugetragen haben könnte. Springt, beleben sich die Geister. Die Nerven werden angespannt, man wehnt sich damit Röcher. Wenn Gold in deine Seele springt, wird Sieger oft geschändet, weil Gold den Mensch in sich verbiegt, er wird davon geblendet. Kalb, die goldene Gans, das Gold macht aus uns Narren. Und tanzt du mit, gehörst dazu, brauchst du nicht lang zu warten. Dein Herz wird Gold, es wird ganz kalt, du findest keine Liebe. Und wenn sie kommt, ist sie wie du, sie wird in Gold erstarren. Gold! Goldene Gans, das Gold ins Gehirn geschissen. Zu viele haben mitgetanzt, die alles besser wissen. Das goldene Kalb, das ist jetzt tot, geschlachtet und verendet. Es ist nicht alles Gold, was glänzt, man hat das Volk geblendet. Gold! Ja, das macht Gold! Das kann nur Gold! Gold! Auf nach Granada! Granada! War das Vermächtnis erfüllt oder nicht erfüllt? Sicher nicht so, wie es die Templer einst planten. Aber Gold hat eine magische Kraft. Man kann damit Gutes wie Böses tun.
Nun ja. Auf jeden Fall war es Störtebeker gelungen, dem Erzbischof und Ludwig von Orléans zuvorzukommen. Für einen Wimpernschlag der Geschichte hatten die Mächtigen das Nachsehen. Aber das galt eben nur für einen Wimpernschlag der Geschichte.